Hallo, hier ist die Petra von Petra Art. Heute möchte ich euch mal gerne zeigen, wie ich mit Kaffee mahle. Ich zeige euch jetzt erstmal die Zubereitung und zwar habe ich hier ganz normalen löslichen Kaffee und habe mir da verschiedene Gläschen hingestellt und Wasser. Jetzt mache ich für mich immer verschiedene Konzentrationen von dem Kaffee. Bei dem ersten Gläschen mache ich dann nur einen Löffel rein, wie ihr das jetzt seht. Beim zweiten mache ich mir zwei Löffel Kaffee rein. Beim dritten, das ist nur ein kleines Gläschen, da mache ich mir anderthalb Löffel rein. Und dann habe ich noch mal so ein kleines, ganz kleines Gläschen. Das wird dann ganz konzentriert sein. Und dann habe ich mir Wasser genommen. Ich habe da nicht mal heißes Wasser genommen, sondern kaltes Wasser. Jetzt schütte ich da einfach kaltes Wasser zu, so wie ich das meine, weil das wird der Kaffee zum Mahlen sein, der am hellsten sein sollte. Ich rühre das mit einem Stäbchen um und der Kaffee löst sich also auch kalt, also mit kaltem Wasser. Und so mache ich das bei dem mittleren konzentrierten Kaffee, bei dem starken, und da mache ich wirklich bei dem letzten wie eine Kaffeepaste. Aber das werdet ihr gleich auch sehen. Das ist also schon ziemlich dickflüssig. Jetzt rühre ich das einfach nur um und schon ist mein Kaffee zum Mahlen fertig. Es gibt bestimmt auch andere Möglichkeiten, aber das ist jetzt für mich die einfachste Art und Weise, da mal ein paar Sachen auszuprobieren. Jetzt habe ich ein Papier genommen und zwar habe ich 300 Gramm Aquarellpapier genommen, damit das auch nicht wellt. Ihr seht, das ist also ein schönes festes Papier. Das ist jetzt DIN A5. Und jetzt nehme ich mir einen Pinsel und gucken wir mal, wie die Konzentrationen auf dem Papier aussehen. Also bei diesem hellen, seht ihr, das ist sehr hell. Und die Belichtung spielt da auch nicht so ganz mit, weil hier scheint ganz fürchterlich die Sonne und ich konnte einfach nicht alles abblenden. So, das ist jetzt die zweite Textur. Die dritte. Und jetzt zum Zeigen verstreiche ich das auch nicht schön. Das ist ja jetzt nur eine Demonstration. Und das ist, wie ich jetzt sage, vielleicht Espresso, aber trinken könnte man den so nicht. Das wäre viel zu stark. Jetzt ein bisschen trocknen lassen. Das ist also wichtig. Auch der Kaffee muss trocknen, bevor er dann weiter bearbeitet wird. Das sind meine vier Kaffeesorten nochmal. Jetzt ist das schon ein bisschen angetrocknet. Und jetzt gehe ich einfach mal mit den anderen Kaffeesorten immer mal unterschiedlich auf den angetrockneten Kaffee. Und so seht ihr dann auch nochmal schön die Unterschiede. Das ist zum Gestalten wirklich interessant und auch zum Ausprobieren. Also ich hatte jetzt, dass ich das mache, wirklich vorher keinen Plan, weil ich habe schon mit Kaffee gemalt und aber damit ihr das jetzt auch mal seht, wie einfach das ist,
habe ich jetzt einfach mal was zum Zeigen fertig gemacht. Und ihr seht auch, ihr könnt also selbst den Kaffee mit dem Pinsel, und wenn ihr jetzt Wasser nehmt, nur oder helleren Kaffee, den dunkleren Kaffee auch wieder wegwischen. Also ist wirklich gut zu verarbeiten. Jetzt mache ich hier einfach mal ein paar, ja, Muster kann man ja nicht dazu sagen, aber ein paar Striche drauf. Und jetzt mache ich gleich auch noch mal ein paar Kreise, so dass wir da unterschiedliche Texturen auf dem Blatt Papier haben. Das, was wichtig ist, ist hinterher, bevor ihr das dann weiter verarbeitet, dass ihr das wirklich gut trocknen lasst. Also der leichte Kaffee, der ist relativ schnell trocken. Aber jetzt, was ich jetzt mache, mit dem, ich sag mal immer Kaffeepaste dazu, das dauert schon wirklich etwas länger. Und wenn ihr dann hinterher mit anderen Sachen da drauf geht, das ist nur ein schäbiges Verwischen. Aber ihr könnt das ja auch ausprobieren. So wie ich das jetzt auch mache. Einfach mal drauf los experimentieren. Tue ich sowieso sehr gerne, dass ich mal sehe, wie sich was wie verhält. Und das war jetzt also auch ein schönes Experiment. Und ich werde jetzt auch in der Zukunft oder in der näheren Zukunft mal ein bisschen was mit Kaffee auch malen. Ihr seht, ich benutze jetzt auch noch den Föhn, dass es ein bisschen schneller geht. Aber ansonsten kann man das auch mal liegen lassen, einen Kaffee trinken. Ist also nicht nur zum Malen da. Einen Kaffee trinken und dann ist das auch schon trocken. Also das dauert jetzt nicht zu lange. So, jetzt ist das trocken und jetzt nehme ich dann noch mal einen Feinliner und dudel da einfach mal ein bisschen rum. Der Feinliner gerade war mir ein bisschen zu dünn. Das seht ihr sonst im Film so schlecht. Also habe ich jetzt ein bisschen dickeren genommen. Mach mir noch ein bisschen Platz. Und das ist jetzt einfach nur dudeln. Also ich habe mir nichts dabei gedacht. Einfach mal, um zu zeigen, wie ich das mal so ungefähr vorhabe. Ein paar Kringel drum, ein paar Striche drauf. Und mit dem dickeren schwarzen Feinliner kommt das dann auch noch ein bisschen besser zur Geltung. Also einfach mal entspannen, ohne zu überlegen. Einfach drauf los. Und so mache ich das jetzt bei allen. Jetzt stelle ich den Film auch noch mal ein bisschen schneller. Dann habt ihr auch noch mal was davon.
So, da bin ich jetzt wieder. Ihr habt also gesehen, ich habe ein bisschen rumgedudelt, habe jetzt also auch mal einen weißen Gelstift dazu genommen. Das funktioniert also auch sehr gut und setze da jetzt so ein paar Akzente. Gleich nehme ich auch noch mal einen dickeren Posca-Stift in Weiß und dann kommt das noch ein bisschen besser raus, weil ich glaube, ich habe nicht lange genug gewartet, bis der Kaffee wirklich trocken war. Auf jeden Fall für den weißen Gelstift nicht. Aber das kann man ja alles ausprobieren. Ihr seht, jetzt habe ich den Gelstift weggelegt und benutze jetzt mal den Posca-Stift. Und das geht dann etwas einfacher. Setze überall noch mal ein paar Punkte, ein paar Akzente. Aber das wäre ja vielleicht auch mal für euch schön, sowas auszuprobieren. Also mir hat das jetzt ganz viel Spaß gemacht. Ich habe auch vor, noch mal ein paar andere Sachen mit Kaffee zu machen. Ich hoffe, ihr seid da wieder dabei. Und ich werde schon mal sagen, dass die nächsten Projekte, die ich habe, auch ganz nett werden. Wenn euch das gefällt, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, über ein Abo, einen netten Kommentar. Schaut mir noch ein bisschen zu. Ihr seht, mit ein paar Punkten wird alles wieder ein bisschen frischer. Und jetzt habt ihr da mal die Unterschiede gesehen von den Kaffee-Konzentrationen. Jetzt mache ich das da noch mal ein paar schwarze Punkte rein, mit dem Posca auch. Und probiert einfach mal aus. So, dann verabschiede ich mich mal. Ich sage bis dann. Ciao, ciao. Habt einfach Spaß. Bis dann.